Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Ja, im letzten Part haben wir ja die Düsterdickichtwarte erforscht, erkundet, wie auch immer und haben uns jetzt auch quasi diesen Teleportpunkt freigeschaltet. Jetzt gucken wir einfach mal rein, was wir in diesem Part machen. Ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich diese Woche noch ein Video rausbringe, wo ich mein Häusle umbaue, damit ich da auch neue Möbel reintun kann und auch mehr von diesem Buff-Zeug bekomme. Beziehungsweise von diesem Ausgeruht-Bonus. Genau, das ist so jetzt der Plan für diese Woche noch. Und dann würde ich mal sagen... Oh, ich habe meine Sonnenbrille ja noch auf. Ups, ich war gerade draußen. Naja, wie dem auch sei, viel Spaß beim Schauen und let's go! Juti, mein Inventar ist auch wieder leer. Das Irrlicht, das kann jetzt mal hier runter. Das passt. Soweit bin ich auch noch komplett ausgerüstet mit allem, was ich so brauche. Was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall reparieren, bevor wir losgehen. Den Ausdauerbuff, den beziehungsweise Ausgeruht-Buff, den haben wir ja aktuell. Essen habe ich genug dabei und jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte. Irgendwer wollte, dass wir den Schmelztiegel holen und zwar der Schmied. Was haben wir denn hier? Der Elixierdieb und hier Schmelztiegel. Ich würde sagen, wir düsen zur Düsterdickichtwarte, fliegen dann hier rüber und gucken, dass wir jetzt für den Schmied heute noch diesen Schmelztiegel da sammeln können. Genau, dann lasst uns mal losdüsen. Also, das ist genau hier vor uns. Irgendwer hatte geschrieben, dass ich mir den besseren Gleiter machen soll. Da muss ich dann nochmal gucken, ob ich das machen kann überhaupt. Oh no, was wollen denn die jetzt hier? Doofe Wildschweine. Aber auf euch habe ich gerade keine Lust und yay, ich fliege ohne Gleiter. Nice. Ah, da sind wieder solche Blumen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Wartet mal, habe ich mir nicht dieses Adlerauge gecraftet? Nein. Habe ich nicht. Das war in dem Spielstand von unserem Community-Server. Stimmt. Da war ja was, Leute. Da war ja was. Wo ist denn das Wildschwein jetzt? Ach, da. Will ich das machen oder nicht? Nee, wenn ich nicht muss, dann möchte ich das jetzt nicht tun. F. Oh, aber es hat mich natürlich gesehen. Lass mich mal, du Blödmann. So. Dann nehmen wir mal das, was du hattest. Wo war die andere Blume? Hier. Ach, hier ist schon wieder so matschig. Die nehmen wir mit. Was haben wir hier? Erdbeerlis. Die nehmen wir natürlich auch auf jeden Fall mit. Und dann düsen wir weiter in die Richtung. Komm, wir machen jetzt die hier einfach auch noch kaputt. Mist, jetzt hat es mich getroffen. Ey, nein, ich bin ausgenockt. Junge. Hallo? Du willst deinen Kumpel rächen, gell? So haben wir aber nicht gewettet. So, der ist also jetzt auch K.O. Oh, ja, natürlich. Essen, trinken. So, dann hauen wir uns diesen Miasma-Trank rein. Jetzt ist nur die Frage aller Fragen. Hey, was ist denn das für ein Ding? Was ist das? Ist der nett oder ist der nicht nett? Oh, der haut ab. Hey, Kumpel. Kumpelblase. Wie er einfach wegdüst. Naja. So, wir müssen in diese Richtung. Ich könnte mich aber kurz mal verbinden, weil das Schweinchen hat mich dann doch ordentlich getroffen. Irgendwie kommt es mir hier bekannt vor. Ich glaube, das ist auch hier der Ort, an dem wir unser Community-Projekt haben, wo wir also quasi ganz viel gebaut haben. Ah ja, tatsächlich, Samets Vermächtnis. Dann bin ich ja hier genau richtig. Oh, da ist doch auch einer. Hier, er lurt da hervor.
Wo bist du denn? Komm her. Nicht abhauen. Sage mal. Hä? Ich habe den doch gerade getroffen. Das habt ihr doch genau gesehen. Da oben ist auch noch einer. Ha, jetzt ist er runtergefallen. Er hat sich, glaube ich, gerade selber in die Luft gesprengt. Kann das sein? Oder habe ich das fast getroffen? Ach, das war knapp. Ich wollte noch wegspringen, ich habe es aber nicht geschafft. Wo ist denn der? Da oben steht er. Aua. Aua, aua, komm. So. Ach, das war wieder gegenseitig getroffen. So, nee, gehen wir mal da hoch. Und gucken mal, was haben wir hier? Hier ist eine Menge Schutt. Was verbirgt sich denn hinter diesem Schutt? Jetzt habe ich leider keine explosiven Kugeln mehr dabei. Weil da hat nämlich auch jemand von euch geschrieben, ich kann die doch einfach benutzen, um hier diese Schuttmengen wegzumachen. Und ihr habt natürlich absolut recht. Aber ich habe natürlich jetzt wieder nicht dran gedacht, das mitzunehmen. Aber wie mir scheint, ist hier sowieso nichts. Oder? Nee. Okay, alles klar. Hier hätte man sich einfach nur durchgraben können. Macht nichts. Was haben wir hier? Hier können wir auf jeden Fall pennen. Das müssen wir ja aber jetzt nicht machen. Samet verlangt es. Hört zu, ihr faulen Säcke. Unser Anführer Samet verlangt, dass wir weitere Elixierbrunnen graben. So bekommen wir alles an Elixier, das wir jemals brauchen könnten. Es wird gefährlich, aber das Risiko ist es sicher wert. Grabt, ihr Narren, oder stellt euch dem Zorn Samets. Okay. Grabt, ihr Narren. Oh, da dahinter ist irgendwas. Seht ihr das? Was ist das? Müssen wir jetzt doch auch noch mal reingraben. Aha. Da kommt was zum Vorschein. Können wir schon hin? Durchsuchen. Wow, Stein und Äste. Also das hat sich ja richtig gelohnt. Wow. Und dafür habe ich jetzt mein Irrlicht verbraten. Alles klar. Alles klärchen. Treffe ich ihn nicht, oder wie? Doch, jetzt halt. Aber... okay, er ist tot. Wo ist denn der andere hin? Der rennt wieder weg. Bleib doch da. Ich tu dir nichts. Ich versprech's. Uster. Hallo. Was wird denn das jetzt? Fangermandel. Und ich bin Stufe 12. Coole Sache. Langsam geht's nach oben, aber nur langsam. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Hier ist nur ein Skeletti. Standort unten. Unten also. Wie komme ich denn runter? Was ist denn hier drinne? Was zum Durchsuchen. Okay. Dann muss ich vielleicht rauf, bevor ich runtergehe. Oder... ups. Oder komme ich hier lang? Was haben wir denn da? Das ist Kupfer, oder? Ja, das ist Kupfer, alles klar. Oh, die habe ich natürlich mal wieder nicht gesehen. Kupfer brauche ich aber gerade nicht. Oh, da steht ja auch einer. Grüß dich.
Ist dahinter irgendwas? Keine Ahnung. Machen wir mal die kaputt. Okay, Metallschrott. Ja, das hat sich natürlich wieder nicht so gelohnt. Hier haben wir eine Kiste. Mit einem Teerbogen. Den schauen wir uns dann auch noch genauer an. Was haben wir hier dahinter? Ach, ist das schon der Schmelztiegel? Ja, krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der so einfach zu kriegen ist. Aber das ist doch einwandfrei für uns. Einwandfrei. Hier können wir reparieren. Das machen wir natürlich auch. Hier liegt nur Holz. Das nehmen wir mit. Und dann gehen wir wieder raus. Hallo? Kommst du raus? Also wenn man reinkommt, kommt man doch auch raus. Bist jetzt deppert. Sie kommt da nicht mehr durch. Ach Mann. So geht's jetzt. Ja, supi. Dann gehen wir mal hier weiter. Wartet mal, das heißt, wir haben ja... Ach so, wir haben jetzt schon alles, was hier war. Okay. Schauen wir mal, wo es da lang geht. Äste und explosive Schwarzpulverkugel. Was ist hier da dahinter? Ach, einfach auch nur nochmal so ein... Ach so, hier sind wir dort. Okay. Dann sneaken wir uns wieder durch. Okay, und hier ist dann eine Sackgasse. Na gut. Oh, hallo. Hilfe, ich habe euch nicht kommen sehen. Wo kommen die denn jetzt her? Ja. Mach mich fertig. Aua. So, wo ist der andere Wolf hin? Da steht er. Was macht er denn da? Ah, er ist tot. Coole Sache. Jetzt habe ich natürlich kein Licht mehr. Aber ich habe ja eine Fackel dabei. Kiste. Schwarzpulverkugeln. Bestimmt muss ich hier noch irgendwas aufsprengen. Gucken wir mal nach. Nee, jetzt sind wir wieder draußen. Da oben lungert einer. Ups, das war nicht geplant. Wohin geht's hier? Da geht's auch noch mal runter. Oh, zu einer Kiste sogar. Kriegerhose. Das nenne ich doch mal ein Fund. Rüstung habe ich tatsächlich noch nicht so oft gefunden. Das ist cool. So, Leute. Hier gibt's was zum Durchsuchen. Irgendwie ganz schön verwirrend. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich hergekommen bin und wo nicht. Doch weiß ich, weil ich die Kiste hier schon aufgemacht habe. Was war hier? Achso, die Falle. Hier kann ich auch nochmal was durchsuchen. Dann gehen wir doch erstmal hier hinten lang. Schauen, wo wir da hinkommen. Aber ich schätze mal, einfach nur raus. Oder? Nee, hier ist wieder was anderes. Dann gehen wir jetzt zurück und hoch.
Da ist ein Mann. Ach so, er fällt runter. Na gut. Ach scheiße, nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ach Mist, das ist doch fies. Das ist doch gemein. Wo ist der blöde Schmidtkake? Jetzt ist er kaputt. Da hinten ist noch der Wölfi. Der versteckt sich ja ganz gut hier. Ach so, das war gar kein Wolf. Na gut. Da ist auch noch einer. Scheiße, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich belastend. Komm. Das geht ganz schön weit nach oben hier. Ja, das sollte man halt schon können. Okay, und wir lenken wieder mal hoch. Was war denn das für ein Viech? So hässlich. Da steht irgendwie einer. Da hinten sehe ich auch noch irgendwas wuseln. Oh nein. Das war aber nur ein Köter. Okay. Achtung, Falle. Geht's denn jetzt hier hin? Höhlenpassage. Mensch. Ja, machen wir es halt so. Da ist noch einer. Was ist los mit euch? Wir können wieder was essen. Genau. Ich will doch eigentlich nur wissen, was hier so ist. Da sieht es aus, als würde es raus ins Miasma gehen. Okay. Oha, was ist denn los? Und jetzt bin ich im Miasma und da unten ist nix. So, jetzt stehe ich hier. Wieso kommst du hier hoch? Du sneakst dich doch da einfach durch. Das ist voll unfair. Ja, und das war auch nicht geplant. Aber was ist denn jetzt hier eigentlich? Oha, da geht es ja auch nochmal so tief runter. Hallo Leute, wo bin ich? Ich wette, ich gehe jetzt voll in mein Verderben. Oh nein, seht ihr, sage ich doch. Uah! Fuck, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, was ich da tue, aber ich tue es nicht richtig. Komm schon, Fackel, jetzt lauf.
Hier muss doch irgendwo ein Ausgang geben. Tja. Okay, also da darf jetzt aber keiner von euch hochkommen. Oder er kommt hoch. So ein Pisser. Der kommt eiskalter hoch. Okay, schnell weg hier. So, jetzt bin ich zumindest aus dem... aus dieser Höhle raus. Jetzt erstmal irgendwo hindüsen, wo kein Miasma mehr ist. Ich denke, hier ist ein richtiger Weg. Ach, geschafft, endlich. Düsen wir mal Richtung nach Hause. So, jetzt haben sie uns wieder einiges zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal zu ihm. Zeit, eine Schmelze herzustellen. Ai je, du hast meinen Schmelztiegel gefunden. Hm, war die Reise zu hart für dich? Hör auf zu jammern, Flammenblut. Eine Flamme wieder zu entfachen braucht Zeit und Geduld. Im Moment reicht es aus, die Schmelze herzustellen. Also an die Arbeit. Ja. Dafür brauche ich gebrannte Ziegel und dafür brauche ich Lehm. Aber ich habe doch den Schmelztiegel hier schon. Ach so, ich muss jetzt quasi das untere Teil hier noch herstellen. Ja gut, also gebrannte Ziegel brauchen wir. Das beides brauche ich nicht, aber ich soll es herstellen. Dann machen wir das halt einfach mal. Aha, okay, für das brauche ich Kupferbarren, die habe ich noch nicht. Dafür brauche ich die Schmelze. Genau. Gut. Was hat er uns zu sagen? Die wahnsinnigen Erloschenen werden von Weißglut angetrieben. Sie müssen befreit und zu den Winden des Schicksals zurückgeführt werden. Zertrenne ihren Hass mit der Schwertspitze. Zerbrich ihre bleichen Finger wie Wunschknochen. Rupfe die Goldzähne aus ihren Kiefern und bringe mir den Kopf der einäugigen Bestie in ihrer Mitte, damit wir aus seinem Schädel trinken können. Versammle deine Gefährten und stelle den Schlüssel her, um herabzusteigen. Ist das jetzt irgendwas für den zweiten Dungeon oder so? Der Nordwind hat sie flussabwärts getragen. Sie kommen von den fernen Felsen, monolithisch und unbeweglich, mit zyklopischem Blick auf die tanzenden Lichtböen am Horizont. Sie werden von den Schimmern angezogen wie Motten von der Flamme und sind verhängnisvoll gierig. Sie flohen, als sie vom Fluch verbrannt und ausgehöhlt wurden. Erweise ihnen keine Gnade. Sie würden dich zu Staub zermalen, wenn sie die Chance dazu hätten. Ist klar. Ist schon klar. So, und sie sagt, dein neuester Freund ist alleinig dein. An ihm haftet der Gestank der Verwesung, welcher aus seinen Gewändern und Atem sickert. Ich beobachte ihn. Er hält sich in der Nähe des Altars auf, starrt auf das Feuer, den Rauch und die Asche. Ich sehe kein Spiegelbild in seinen Augen, kein Licht. Da kriege ich Gänsehaut, wie damals auf der Heulspitze. Sie hat auch irgendwas, was man herstellen kann. Ah, hier, explosives Schwarzpulverkugelnetz. Okay. Die Bäuerin. Ah, die Süße erinnert mich an das botanische Paradies, das ich vor der Dürre mein Zuhause nannte. Wir kamen gerade so über die Runden, während andere Städte angeblich im Überfluss lebten. Ihr Würzburg zum Beispiel war für seine Reichtümer bekannt, selbst ihre Müllhalden gingen vor Schätzen über. Schade, dass die Dorfbewohner ein bisschen verrückt geworden sind, sie haben tollen Erdbeerwein produziert. Oh, ich kann Gemüsepüree herstellen, lecker. Und Kamillentee könnte ich auch machen. Nitrat und fossiler Knochenstaub brauche ich für die gedüngte Farmerde. Naja, okay. Aber eigentlich, wo ist denn mein... Hier. Gleiter. Miasmasack und Leinen. Miasmasack. Wo kriege ich denn Miasmasäcke her? Und Flachs. Also, okay. Schauen wir doch mal kurz nochmal hier rein. Ich habe ja hier Flachs, aber den möchte ich dann hier umwandeln in
diese Flachssetzlinge, damit ich dann quasi mehr Flachs bekomme und dann auch Leinen herstellen kann. Jetzt haben wir hier noch die Kriegerhose und den Teerbogen. Wenn wir jetzt mal hier auf meinen Charakter gehen. Also die Kämpferhose, die wir anhaben, gibt 23 Lebenspunkte und die Kriegerhose 2 Punkte in Ausdauerregeneration. Die hat natürlich einen höheren Magiewiderstand und einen höheren physischen Widerstand. Jetzt ist natürlich mal wieder die Frage, macht es Sinn, sich die jetzt anzuziehen? Denn, ich weiß nicht, 23 Lebenspunkte sind halt schon gut. Keine Ahnung, das ist immer hier so eine Sache, ne? Und wie sieht es mit dem Bogen aus? Der Teerbogen. Der hat ja hier quasi bloß 4 Stichschaden, was dazukommt, korrekt? Ist jetzt Stichschaden besser als Feuermagieschaden? Die natürliche Feuerresistenz dieses Bogens macht ihn perfekt, um Salven von flammenden Pfeilen abzuschießen. Ja, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen. Jetzt wollte ich nochmal kurz hier reinschauen, ob ich noch Licht habe für den Zimmermann. Habe ich aber nicht. Okay. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich gucke auf jeden Fall, dass wir zum nächsten Part gebrannte Ziegel haben, den Flachs angebaut haben und schon Leinen hergestellt haben, dass ich mir das ganze Zeug hier herstellen kann. Ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob sich die Hose, die wir gefunden haben, jetzt lohnt oder ob ich lieber meine anlassen soll. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube jetzt aktuell nichts. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der nächste Part dann der Umbaupart wird oder ob wir da einfach nochmal rumrennen und vielleicht hier auch nochmal gucken. Und damit beende ich den Part an der Stelle wieder. Hat wieder super viel Spaß gemacht, auch mal wieder in Enshrouded reinzuschauen. Aktuell kommen ja jeden Tag ein Bellwright-Part. Und ich habe Enshrouded schon total vermisst. Aber jetzt ist wieder Zeit, Enshrouded aufzunehmen. Und deswegen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und das nächste Enshrouded-Video kommt dann voraussichtlich am Freitag. Genau. Also, wenn sich bis dahin nichts ändert, dann sehen wir uns am Freitag wieder mit Enshrouded. Habt einen schönen Abend und bye!